Hallo und herzlich willkommen zu meinem Schwangerschaftsupdate zur 33. Schwangerschaftswoche. Ja, anhand dieser Videos merke ich eigentlich, wie schnell die Zeit jetzt vergeht. Aber bei mir ist es ja so, ich glaube, das habe ich auch schon mal in einem Video erwähnt, dass ich nicht so gerne schwanger bin, dass ich mich schon wieder auf die Zeit freue, wo ich meinen Körper für mich habe und deswegen eigentlich froh bin, dass die Zeit jetzt so schnell vergeht. Ich traue dem gar nicht so hinterher. Ich bin froh, wenn mein Baby dann da ist. Und man hat ja als Frau oder als Schwangere, warum auch immer, so bestimmte Vorahnungen. Viele wissen ja einfach, was das Geschlecht ist, ohne dass der Frauenarzt schon bestätigt hat. Man hat einfach so ein Gefühl dafür. Das hatte ich bei Vince, das habe ich auch bei diesem Kind wieder. Und man hat auch ein Gefühl dafür, wann das Kind bereit ist zu kommen. Bei Vince war es zum Beispiel so. Vince, errechneter Termin war der 1.7. und geboren wurde er ja am 29.6. Und bei ihm wusste ich, dass er nicht sehr viel eher kommt. Also Manu war 2 Wochen vor dem Entbindungstermin für ein ganzes Wochenende in Tschechien. Und da waren alle so, oh, das kannst du doch nicht machen, das Baby könnte ja kommen, tralala. Und ich wusste instinktiv, nee, da passiert nichts. Vince kommt jetzt einfach noch nicht. Manu kann ganz beruhigt fahren. Ich war ganz beruhigt, weil ich wusste, der kommt jetzt noch nicht. Und jetzt beim zweiten Kind bin ich mir relativ sicher, dass es eher kommt. Und ab der 36. Woche ist es ja okay. Und deswegen schauen wir mal, wie viele Schwangerschaftsupdates ihr jetzt noch zu sehen bekommt. 3, 4 werden es auf jeden Fall noch werden. Und dann gucken wir einfach mal. Und ich bin schon so dabei, so ein paar Backup-Videos zu drehen, dass ihr dann gerade in der Zeit, wo ich im Krankenhaus bin, so die ersten 2 Wochen, wenn wir dann nach Hause kommen, dass ihr trotzdem regelmäßig, wie ihr es gewohnt seid, zu den Upload-Tagen Videos bekommt. Das Einzige, was dann aktuell sein wird, ist der Geburtsbericht. Und dann starte ich wieder so, also im April werde ich dann irgendwie wieder starten. Und für Mai habe ich mir überlegt, werde ich dann Mai-Vlog machen. Das heißt, da kommt dann jeden Tag ein Video. Ich denke, bis dahin sollten wir uns auch eingelebt haben. Da waren wir dann schon sogar schon mal im Urlaub. Also Ende April fahren wir das erste Mal schon für eine Woche in Urlaub. Und genau, das erstmal so dazu. Die Woche war relativ anstrengend. Also ich habe sehr stark mit Rückenschmerzen zu tun, weil ich auch einfach sehr im Hohlkreuz laufe. Also so oft man sich dann korrigiert, man fällt halt doch dann wieder ganz schnell ins Hohlkreuz. Dann kann ich wirklich so gut wie gar keine längeren Strecken mehr laufen. Es kommt immer so ein bisschen auf meine Tagesverfassung einfach auch an. An manchen Tagen weiß ich gut, ich kann zweimal am Tag eine halbe Stunde spazieren gehen, dann nutze ich das auch aus. Aber gestern zum Beispiel, da waren wirklich 5 Minuten Laufen zu viel. Muss man, also es ist so, hat natürlich was mit den Symphysen zu tun, aber auch was, weil das Kind natürlich relativ tief jetzt schon liegt. Es liegt auf jeden Fall auch richtig rum, da bin ich auch froh drüber. Man merkt, dass es nur noch sehr, sehr wenig Platz hat. Und dadurch merkt man es natürlich intensiver. Also nicht mehr so oft und nicht mehr so lebendig. Aber wenn es da mal einen Fuß rausstreckt oder den Po rausstreckt, dann merkt man das natürlich sehr viel intensiver am Bauch. Dann ist was passiert an meinem Bauch, was ich euch dann gleich noch zeigen werde. Und zwar, ich weiß nicht warum. Bei Vince habe ich immer darauf gewartet und es ist nicht passiert. Aber ich war immer so der Meinung, das gehört zu einem Schwangerschaftsbauch einfach dazu, weil ich das so oft auf Bildern gesehen habe. Und zwar habe ich dazu gesagt, der Bauchnabel muss ploppen. Also der muss so nach außen. Und das ist bei Vince nie passiert. Und jetzt bei der Schwangerschaft ist es passiert. Obwohl ich jetzt gehört habe, dass das gar nicht so was Positives ist. Also meine Frauenärztin sagte, das ist ein Nabelbruch. Und das kann zum Teil auch schmerzhaft sein. Und das merke ich auch, dass das ganz schön zieht. Das hatte ich bei Vince nicht. Bei den meisten Frauen geht das dann wieder zurück nach der Geburt, aber bei manchen bleibt das auch so. Aber ich denke, das werde ich euch jetzt erstmal zeigen, was bei mir heißt, der Nabel ist gebluppt. So, der Nabel ist gebluppt, das heißt, der guckt so ein bisschen raus. Das hatte ich bei Vince, wie gesagt, gar nicht, da war der ganz normal innen drin. Ja, man sieht jetzt schon relativ deutlich auch ein paar helle Streifen. Aber damit habe ich gerechnet, dass das wieder passiert und ich habe da auch keine Probleme damit. Wie gesagt, B-Oil habe ich ja bei Vince benutzt und habe ich die recht gut wieder wegbekommen und auch hell bekommen. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn die noch so ein bisschen hell dann da sind. Ich habe nun mal dann 2 Kinder bekommen, das kann auch ruhig jeder sehen. Das finde ich überhaupt gar nicht so schlimm. Genau, das ist jetzt der Bauch. Ich müsste ihn mal wieder
vermessen. Das werde ich auf jeden Fall bis zum nächsten Schwangerschaftsupdate auf jeden Fall machen. Oft habe ich es halt, dass hier so der Bauch, der Po so rausgestreckt wird. Man fühlt es auch, es ist alles ganz, ganz doll hart. Im Moment schläft es gerade. Und ja, ich werde ganz, ganz oft auf den Bauch auch angesprochen. Ach, der ist so groß und sie sind ja immer noch schwanger. Es muss doch bald losgehen und so. Oder eine im Kindergarten sagte jetzt letztens, ach, ich habe mich so an den Bauch gewöhnt. Ich werde dich dann gar nicht mehr wiedererkennen ohne den Bauch. Der gehört jetzt schon so zu dir dazu. Ich bin froh, wenn er dann weg ist. Wenn ich mein Baby im Arm habe und ich dann wieder Sport machen kann und zu meiner normalen Figur zurückkehren kann. In meinem heutigen Video habe ich mir vorgenommen, und es wird wahrscheinlich auch im nächsten und vielleicht sogar auch noch im übernächsten Video Thema sein, dass ich mit euch darüber reden möchte, wie ich mich auf das Stillen vorbereite. Dafür möchte ich erstmal noch ein bisschen ausholen für all diejenigen, die jetzt relativ neu vielleicht dabei sind, die mich noch nicht seit der Schwangerschaft mit Vince kennen. Denn bei Vince hatte ich ja, ich habe einfach nicht gestillt bei Vince. Das lag nicht daran, dass ich nicht stillen wollte, sondern ich hatte einfach keine Milch. Das ist bei mir was Genetisches. Also meine Oma hatte schon keine Milch bei ihren Kindern, meine Mutter hatte keine Milch bei ihren Kindern. Und das wird offenbar weiter vererbt. Das untersucht aber kein Arzt, das interessiert ihn nicht. Es ist halt einfach so. Und bei Vince habe ich mir damit richtig, richtig viel Stress gemacht. Also schon im Krankenhaus war es halt tierisch unangenehm. Ich hatte überhaupt keine Zeit, ihn kennenzulernen, weil wirklich alle 10 Minuten irgendjemand in mein Zimmer kam, irgendwelche Stillberaterinnen, Hebammen, Krankenschwestern. Und jeder erzählte mir was anderes, wie ich es denn nun machen soll, damit endlich Milch kommt, damit ich stillen kann. Und dann hatten wir ja das große Problem, dass halt dort niemand festgestellt hat, dass ich einfach keine Milch habe. Also die sind halt davon ausgegangen, es fällt mir nur schwer, Vince zu stillen, aber dass er schon Milch an der Brust bekommt. Und dann war es halt so, dass nach 2 Tagen festgestellt wurde, dass er wirklich seit 2 Tagen nichts getrunken hat, dass er Durstfieber hat, dass er abgenommen hat. Und wir mussten mit ihm auf die Intensivstation. Er wurde in einen Brutkasten gelegt, an 1000 Schläuche angeschlossen, wurde künstlich ernährt. Und erst dort unten auf der Kinderintensivstation wurde halt festgestellt, ich habe einfach keine Milch. Weil dann fingen die dort unten an. Ich musste ihn trotzdem noch anlegen. Also sie haben ihn gewogen. Dann habe ich ihn angelegt und wurde er wieder gewogen. Und das haben wir so ein paar Mal gemacht. Und da wurde festgestellt, ja, der trinkt nichts, da ist einfach nichts. Dann habe ich da versucht mit Pumpen den Milchfluss anzuregen, das hat nicht funktioniert. Und da wurde ihm dann endlich, nachdem er nicht mehr künstlich ernährt werden musste, Muttermilch von anderen Müttern gegeben. Und zu Hause bin ich dann auf Milchpulver umgestiegen. Habe aber zuvor zu Hause auch wirklich noch gepumpt, 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 tagelang, alle 3 Stunden. Und das war schon sehr, es war keine sehr schöne Zeit, weil man fühlte sich irgendwie so unfähig, gerade auch beim ersten Kind. Und das Pumpen hat mich halt nicht zum Erfolg gebracht. Also da war halt dann einfach nichts da. Ich konnte ihn mit meiner Milch nicht füttern. Und ich bin jetzt beim zweiten Kind so, ich habe die Einstellung, es ist nicht schlimm, wenn es wieder nicht funktioniert. Ich bin darauf jetzt eingestellt. Ich werde mir auch nicht mehr den Stress machen, wie bei Vince. Und ich werde ganz klar auch im Krankenhaus im Vorfeld sagen, was bei ihm war und dass ich das nicht nochmal erleben möchte. Aber ich fände es trotzdem schön, wenn ich die Erfahrung machen könnte und bereite mich dementsprechend trotzdem drauf vor. Also ich habe, Fläschchen habe ich noch nicht, die muss ich noch kaufen, aber ich habe schon Milchpulver da zur Not, aber ich bereite mich genauso auch aufs Stillen vor. Und deswegen möchte ich euch heute meine Milchpumpe von Medela zeigen. Das ist die Medela Swing. Und in den nächsten Videos werde ich euch dann noch so ein paar andere Sachen zeigen, zum Beispiel Still-BHs und solche Sachen. Also ich bereite mich schon darauf vor. Einfach, dass mein Kopf auch bereit dafür ist, zu stillen, wenn es denn möglich ist. Und wenn es nicht so ist, dann ist es okay. Aber ich würde mich freuen, die Erfahrung einfach machen zu können. Und heute zeige ich euch, wie gesagt, meine Milchpumpe. Und so sieht die Medela Swing aus. Medela, die Marke kennt man ja eigentlich, wenn es ums Milchabpumpen geht. Wir packen die dann auch gleich noch zusammen aus. Erstmal ist das eine elektrische Zwei-Phasen-Milchpumpe. Komfortabel, leise und effizient. Also bei Vince hatte ich dann so ein Riesenteil, also auch von Medela, aber es war halt bestimmt so ein Kasten. Und ich musste die Milchpumpe ja überall mit hinnehmen, weil ich da ja wirklich versucht habe, den Milchfluss anzuregen und alle 3 Stunden gepumpt habe. Und
Ich hatte dann wirklich, wenn ich bei meinen Eltern war oder so, immer diese riesen Milchpumpe mit. Die habe ich dann mal unten in den Kinderwagen reingelegt und das war schon umständlich. Deswegen finde ich dieses kleinere Modell schon mal wesentlich schöner. Wie gesagt, wir gucken es uns auch gleich nochmal an. Ich packe die dann gleich nochmal aus. Ich wollte euch hier jetzt nur noch mal ein bisschen was dazu vorlesen. Rundum versorgt in der Stillzeit. Dank umfassender Forschungsarbeit hat Medela als weltweit eines der ersten Unternehmen das Trinkverhalten von Babys an der Mutterbrust in die innovativen Zwei-Phasen-Expression und Kalma einfließen lassen. Die Zwei-Phase-Expression beruht auf dem natürlichen Saugrhythmus des Babys. So kann mehr Milch in weniger Zeit abgepumpt werden. Das ist ja schon mal sehr praktisch. Auf kurze stimulierende Bewegungen folgen lange und intensive, die für optimalen Milchfluss sorgen. Beim einzigartigen Muttermilchsauger Kalma kann das Baby während des Trinkens pausieren und ruhig atmen und das natürliche an der Brust erlernte Saugverhalten beibehalten. Entwickelt für Mutter und Baby für eine glückliche Stillzeit. Und hier nochmal was zur Swing, also komfortabel, leise und effizient. Die vielfach ausgezeichnete Milchpumpe Swing ist perfekt geeignet für Frauen, die nach einer modernen und effizienten Lösung suchen. Genau das ist es nämlich. Es ist so ein Mittelding zwischen dieser großen Milchpumpe, die ich halt bei Vince hatte, und diesen mini kleinen Handpumpen, die man ja eigentlich überhaupt nicht benutzen sollte, weil das echt zu viel Arbeit ist mit so einer Handpumpe. Die von Medela entwickelte Zwei-Phasen-Expression-Technologie, die individuell einstellbaren Vakuumstufen und der leise Betrieb bieten hohen Komfort. Daher ist die Swing die ideale Milchpumpe für das regelmäßige Abpumpen. Sie ist leicht zu tragen, läuft im Akku oder im Netzbetrieb, was auch schön ist, dass man die Wahl hat. Also Akku, wenn man unterwegs ist und halt Netzbetrieb, wenn man zu Hause ist. Ist einfach zu bedienen und zu reinigen und bietet so ein Höchstmaß an Zeitersparnis und Flexibilität. So, und dann war von Medela noch ein bisschen was im Paket mit dabei. Und zwar, was ich richtig süß fand, ist dieses Clip-Bändchen. Und zwar kann man sich das an den BH machen, an welcher Brust man zuletzt angelegt hat. Finde ich richtig praktisch, weil ich habe mich erst mit der Freundin unterhalten, die dann sagte, wo hatte ich denn letztens angelegt, wo muss ich denn jetzt? Und dann macht man einfach sich dieses süße Teil an den BH und da weiß man Bescheid. Dann war noch so ein Heftchen dabei, Muttermilch abpumpen, so klappt's. Dann hat man halt alles Mögliche drin. Warum Muttermilch so gut ist, warum Stillen allgemein gut ist, Empfehlungen zur Stilldauer natürlich dann auch, dann zum Abpumpen der Muttermilch und ja, dann natürlich auch noch ganz viel zu Medela an sich und hier dann auch noch mal Muttermilch abpumpen für mehr Flexibilität im Babyalltag. Es ist ja auch einfach so, das Abpumpen hat ja einfach den Vorteil, ich kann auch mal ein paar Stunden länger schlafen, dann kann mein Partner die Milch geben, ich kann auch mal weggehen und mein Partner oder wer auch immer auf das Baby aufpasst, kann die Milch geben. Das ist schon wirklich eine recht praktische Sache. Von Medela gibt es auch einen YouTube-Kanal, den verlinke ich euch mal unten in der Infobox und die sind auch auf Facebook. Auch das verlinke ich euch in der Infobox, weil da ist immer donnerstags von 11 bis 12 ein Stillcafé. Und da kann man sich mit anderen Müttern und eine Hebamme ist dort, glaube ich, immer dabei, so ein bisschen auch über das Thema austauschen. Gerade wenn man auch Probleme und so zum Beispiel hat, finde ich das richtig gut. Und wir packen jetzt mal zusammen die Pumpe aus. Das ist also der Inhalt. Hier wird natürlich dann bedient, da stellt man sich die Pumpe ein. Und dann hat man hier noch verschiedene, also das ist dann zum Beispiel der Aufsatz für das Fläschchen und so. Und dann natürlich hier die ganzen Aufsätze für die Pumpe. Das ist jetzt das Teil, was dann natürlich an die Brust gehört. Hier sieht man das Fläschchen, was da auch dabei ist. Da kann man dann natürlich auch noch mal ganz viel extra Zubehör bei Medela bestellen. Also noch mal ein paar zusätzliche Fläschchen. Die Fläschchen eignen sich halt sehr gut, um die Milch halt irgendwo auch aufzubewahren. Man kann sie halt dann auch sofort dann, wenn man es warm gemacht hat, für das Baby auch wieder benutzen. Man muss nicht erst irgendwie umfüllen oder so. Das ist schon recht praktisch. Und das ist, glaube ich, dieser Kalma Sauger. Genau, also die ist wirklich überhaupt nicht groß. Die ist super klein, super praktisch. Die kann man in ein kleines Täschchen packen und dann wirklich überall mit hinnehmen. Ich finde das eine richtig klasse Sache. Hier auf dieser Broschüre seht ihr mal diesen
dieses Kalmar. Also so sieht es dann beim Baby aus, dass er an die Mutterbrust angepasst, also halt der Mutterbrust nachempfunden, ist natürlich immer sehr praktisch, wenn man dann auch das Kind nicht irritieren möchte und auch dann den Übergang vom Stillen quasi dann auch zum Fläschchen irgendwie dem Kind erleichtern möchte, dann hat man natürlich eine entsprechende Bedienungsanleitung dazu. So sieht es dann aus, wenn man das aufgebaut hat und zusammengeschlossen hat. Ist wirklich mini, 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 ist perfekt. Hier stellt man sich das ein, wie man das braucht, und hier wird dann die Milch reingepumpt. Also finde ich eine richtig klasse Sache. Und das ist halt für mich ideal. Ich weiß nicht, ob ich stillen kann. Wenn, dann habe ich so eine kleine Milchpumpe da. Das ist echt super praktisch. Und ich habe halt nicht so ein Riesenteil zu Hause stehen. Also die kann ich echt jedem empfehlen. Ich verlinke euch die Medela Swing mal unten in der Infobox. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.